Überhaupt? Was jetzt? Ich wollte weiter vorn. Mach's gut. Wir sehen uns gleich wieder. Einsteigen, einsteigen. Fuck, geht weiter. Was brauchen die Soldaten? Komm, noch mit. Ich schau mal nach. Wenn irgendein Scheiß passiert ist, lass es mich wissen. Okay. Balla! Mir ist ein Messer ausgerutscht. Was zum Teufel glauben diese Bauern eigentlich, dass sie so viele Pilze transportieren? Ja, weißt du, die sagen, dein Richtig davor. Was du lieber jetzt aufschließen, bevor deine Patronen alle in der Waffe landen? Wirklich? Abala. Ich bin eine gute Stelle. Hey, der Boss hat dir die Kalaschnikow nicht gegeben, damit du Gärtner wirst. Schon gut, schon gut. Um Pilze hey. Solange es Karawanen gibt, fliegen wir schon weg. Warum ihr seid? Euch gibt es mehr. Das sind bestimmt Banditen. Also, jetzt schließt das Sturmkomitee hin. Die Jungs machen einen echt fertig. Mach mal. Naja. Wir haben Gesellschaft. Scheiße. Scheiße. Wollen wir? Was ist diese verkehrte Waffe? Warum? Oh, das ist jetzt die Spur. Hast du ihn schon gesehen? Nein. Versteck dich irgendwo. Einen Moment. Warum hat es jetzt nicht rot? Was machen wir denn jetzt? Wir suchen ihn, du Genie! Da muss ich jetzt da drüben rein. Den Scheißer finden wir. Nein. Gut. Also, du! Was ist? Ach. Halte ihn unter Beschuss!
verdammter! Einen von uns hat's erwischt! Na, dich auch. Scheiße, er war ein Klasse! Klappe! Ernsthaft? Oh, hab ich erst das Gesicht getroffen. Eigentlich keine Munition. Perfekt. Weiter geht's. Drin waren wir auch schon. Sauerstoff ist immer verdammt wichtig, deswegen nehmen wir es mit. Was ist los mit dir? Du wartest! Der Boss hat gesagt, wenn wir nur einen von den Spitzeln durchlassen, kriegt er uns am Arsch. Ohne Scheiß. Ja, dann lass uns gehen. Irgendwas. Gott. Das ist aber nicht lang. Das ist aber nicht lang. Und dafür nicht kackt jetzt. Mal dort reingucken. Ist ja doch der verrückte Weg. Verschon die Kinder, bitte!
Töte uns, aber lass die Kinder gehen! Haltet alle die Klappe, sonst schließt sie euch auf! Wir haben schon 7 Mann verloren. Kein Satz. Und es nützt nichts, diese Löcher zuzustopfen. Die verdammten Nosalis kommen immer wieder. Aber wir müssen doch noch Zugang nach Venedig haben. Verdammt. Wir stecken tief in der Scheiße, Kumpel. Pass auf, ich guck mal nach den Jungs. Alles klar, Kumpel. Was ist das überhaupt für eine Scheißarbeit? Eine Karawane überfallen, das ist Männerarbeit. Dieses Mal waren Füße noch da. Alle bewaffneten Lampen. Arschlöcher. Als wir in die Kurve kamen, war da plötzlich dieser Nebel vor uns. Aber das war schwarzer Nebel. Kannst du das verdammt nochmal glauben? Wir gehen rein und boom, alle Lampen sind aus. Ich frag also, was das für ein Scheiß war. Und die Jungs sagen, sie wären okay. Aber ihre Stimme klagt sich danach. Ich sag ihnen, lass uns zurückgehen. Und die sagen, nein, nein, alles okay hier, alles gut. Dann fiel mir mein Feuerzeug ein. Ich mache es also an und sehe sie alle da sitzen. Die Münder offen und diese schwarze Scheiße läuft aus ihnen raus. Mein Freund Jurka beginnt zu schreien und schlägt mir das Feuerzeug aus der Hand. Und dann renne ich höllisch schnell zurück zu den Stationen. Und niemand hat mehr was von ihnen gehört. Scheiße, das ist heftig. Hä? Hast du schon von dem Tunnelmeister gehört? Nein. Bitte, weißt du, an der Endstation aller Linien, wo der Tunnel aufhört? Du bist ein Schwein! Also manchmal steckt er von diesen Jungs einfach auf und geht in den Tunnel. Verschwörung! Na komm schon! Bin jetzt hingerannt. Gut. Mal jetzt wenigstens die anderen ausschalten. Tisch. Tisch. Die jetzt lang gerannt. Fahren wir nochmal zurück. Oder fahren wir. Das ist ein relativ weiter Weg. Nee, wir fahren nach vorne. Was ist denn hier ernst?
wenn es keine andere war. Scheiße. Kann es denn irgendwie so kleine Katzen sein? Nee, es müssen sowas. Sowas. Unbedingt sowas. Warum bimmelst du dann nur so wie blöde? Die fressen dich sonst noch auf!
Schieß! Hier! Ich kann nicht schießen. Ja. Nimm das Miststück! Ich würde sagen, wir haben diese Schreie. Verdammt, du bist verrückt. Was hast du dir dabei gedacht, alleine dahin zu gehen? Okay, kannst du mir später erzählen. Jetzt sind wir erstmal in der Fahrrinne und planen den Kurs zur Basis. Der Schnee an der Oberfläche beginnt zu schmilzen. Zu den vertrauten Schienenwagen haben sich nun Boote gesellt und Fischer. Einer davon ist gerade rechtzeitig erschienen. Schon bald werden wir in Venedig anlegen. Pavel ist sehr wahrscheinlich bereits dort. Normalerweise angle ich nicht in diesem Tunnel. Aber ich hatte so eine Ahnung, dass die hier ganz gut abreißen würden. Ein Bein! Nicht nur Fische im Wasser. Das wirst du schon bald selber sehen. Halte dich an der Reling fest, wenn ich dich warne. Okay, noch. Dieser Tunnel führt zum Platz der Revolution und der roten Linie. Ich habe heute ein Boot von da kommen sehen. Ein paar schwere Jungs, keine Flüchtlinge. Jetzt still. Die mögen keine Geräusche. Und dies ist ihre Welt. Sieh nur, wie sie dort ruhen. Ganz ruhig. Wir wollen euch nichts tun. Niemand weiß, woraus diese mutiert sind. Wir nennen sie Shrinks. Hässlich wie die Mann. Aber eine gute Mahlzeit. Insbesondere mit Bier. Stock hässlich. Was? Hör ich was? Aha, direkt für uns. Lass sie nicht an Bord! Die könnten uns zum Kentern bringen! Oh, schießen! Marsch dann! Nehmt das, ihre Miststücke! Das wird sie beruhigen! Schieß! Was denn?
Am Druck. Weiter durch, am Job. Oh, schlimm, wird schlecht. Oh, das passiert nicht oft. Anscheinend haben wir Glück gehabt. Das unterirdische Venedig. Eine Insel in den finsteren Gewässern der unterirdischen Flüsse. Über dieses Venedig kursieren wirklich üble Gerüchte. Ich habe gehört, es sei eine einzige große Räuberhöhle. Aber etwas weiß ich mit Bestimmtheit. Pavel hat Venedig erreicht und wenn ich nicht zu spät bin, ist er noch hier. Meine Hauptaufgabe ist es, den Schwarzen zu finden. Aber ich muss auch Korbuts Pläne aufdecken, damit ich den Orden warnen kann.